Ich weiß nicht, ob sich dafür komplett Hallo ausgeht. und willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Wir sind eure Helfern. Der einer, der mich hier gerade, der Sasso, der trägt mich hier gerade. Wir sind auf dem Weg nach Carlo Island. Wir wollten uns da mal die Höhle angucken. Ihr seid auf dem Weg. Ich stehe immer noch hier rum und warte, dass mich einer aufsammelt. Ja, wohin seid ihr jetzt unterwegs? Ja, Richtung Insel, Carlo Island. Ja, und wo ist die? Dankeschön. Das weiß ich nicht. Achso, das ist die Insel im Nordosten. Aha. Warum habt ihr nicht einfach gewartet, dass wir gemeinsam losfliegen können? Ja, weil, Sasso, warum hast du nicht gewartet? Siehst du mich noch? Nein, ich sehe gar nichts. Jetzt ist der Sasus wieder schuld. Ja. Ah, doch, da, jetzt, ja. Es sieht übrigens vollkommen absurd aus wieder. Ja. Ich hab keinen Fallschirm mit. Absurd, ich hab auch keinen mit. In der Luft geschissen. Scheiße. Eine grandiose Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, ob man Fallschirm in der Höhle überhaupt benutzen kann. Also. Ja, ich hab mich gerade bedient. Können wir sehen. Also sagen wir es mal so: Island. Wenn du fällst, dann bist du tot. Bis zum Moment fliegt man nicht so hoch. Schwebende Scheiße. Ja, wir haben eben noch kleine Vorbereitungen betroffen. Wir haben Futter mit, wir haben Campfire mit, wir haben Holz mit. Wir haben alles Mögliche mit. Ja, haben wir. Ja. Ich hab wieder besseren Rat, trotzdem den Revolver mit. Der gehört wieder verlieren. Gar nichts mit. Mit einem Schuss? Ne, ja, für sich selbst. Goldene Kugel. Oh, das wäre lustig, wenn man Kugeln anmalen kann. Oder zumindest Arrows. Okay, bei mir steht gerade Spiel. Was ich merke, ich ruckel auf einer Stelle hin und her. Ja. In der Luft. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie seit einem der letzten Updates habe ich richtig, richtig bösartige Performance-Einbrüche. Ja, blöd ist es dann für den Reiter, ne? Wenn er plötzlich. Also wenn der Waldo jetzt rausfliegt, hätte ich ein hartes Problem. Nicht nur du, ich auch. Er fliegt langsam zu Boden, glaube ich zumindest. Ein Raptor Level 100 unter uns. Kann ich mit dem Raptor eigentlich zubeißen, während ich also unter dran hänge? Unter mir ist der Raptor Level 133. Ist das echt der? Ist das echt der? Das ist der 120er? Nein, ne? Was, der was? Das ist aber nicht der 120er, nur. Was? Raptor. Welcher? Der Simsala. Nee, das ist der Mr. Brown ist das. Der 120er müsste ja. Plus 150. Der 120er ist jetzt 100, der ist jetzt schon 180. Oh, ich hab Angst, fliegt die Paar. Oh Gott. So, wir müssen, glaube ich, nochmal zwischenlanden. Ne, zwischenlanden, Ich weiß nicht, ob sich's ausgeht. Es ist noch ein Drittel Stamina da. Ja, ich möchte dich nur nicht über dem Wasser fallen lassen. Nee, das wäre uncool. Weil dann fressen dich die Haie. Naja, also, 12. Der hat nur 330 Oxygen, das wird schwierig. Also ich lass dich am Strand nochmal los und dann... Jo, geht klar. Fliegen wir rüber. Passt. Brauchen wir noch epische Musik. Right. Jetzt noch ein Wanderer. Das Lustige ist, ich muss bei dieser Musik immer an einen Hubschrauber denken. Ja. Das ist ein Spino. Ja, also es gab früher so ein lustiges Spiel, Simcost-Copter, wo immer diese Musik lief. Was? Game of Thrones-Titelmusik, keine Ahnung, wie die ist. Was? Von Game of Thrones? Das Lied und Feuer und Eis? Das kommt daher, weil bei Apocalypse Now Wagner-Führer willst drüber fliegen und Leute abschießen. Wovon erzählst du gerade? Mit Cargo-Hubschraubern, genau. Genau. Ja. Mit Cargo-Hubschraubern. Da wird der Valkyrenritt für eine anfliegende Staffel Infanterie-Kampf-Hubschrauber benutzt. Irgendwelche Zivilisten niederschießen. Und ein paar Vietcongs, ja. Ganz toll. Du bist ganz im. Warte mal, aus was Südosten. Ist denn nochmal der Walkürenritt? Was ist denn das da unten? Irgendeine Wagner-Oper, glaube ich, war es. Ja, die Nibelung. Das ist ein Airdrop. Nein, das meinte ich gar nicht, das da unten. Ist es noch? Ah, das ist ein Haus von Survival Core. Das ist dann. Hey. Doch! Da haben sie. Oh, aber den Airdrop könnten wir noch mitnehmen. Die Insel da? Ja, okay.
Ist ja nicht so, dass hier irgendwas Gefährliches sein könnte auf der Insel. Ja, die Insel rechts von uns ist doch... Ah, da sind einige Baldur, was macht die Ausdauer von unserem Kanus. Oh ja, also die ist doch im grünen Bereich. Ah, mit dem Raptor ist das so. Der grüne Bereich... Ja, Hauptsache, du stehst gerade auf dem Raptor. Ja. Bin ich nicht mehr rangekommen. Nee. Oh, okay. Der ist vor meiner Nase. Oh Gott. Ja, da über dem Berg da hinten. Ja. So. Ich bin aus der Base Nord rausgeflogen, nicht nach Süden. Also das sieht von meiner Position aus ziemlich absurd aus. Nein, bin ich nicht. Die ist doch da genau neben uns. Ja, und links neben uns ist der Ark. Obelisk. Und der ist so ziemlich bei... Keine Ahnung. Da sind gerade zwei Rexen. Da sind nicht weit weg. Nee. Ein Rex Clusterfuck. Eins, zwei, drei, vier. Wo war ich der Höhle? Wo? Ich glaube, die werde ich mal kurz platt machen. Jo, mach das. Und ich mach so lange hier den Adler platt. Tschüss. Wo ist eigentlich der Höhleneingang? Sind wir bald da? Irgendwo? Sind wir bald da? Wir hatten mich in der Luft an. Wir haben mich in der Luft an Skorpion getroffen. Papa Schlumpf, sind wir bald da? Hast du gerade einen Adler getötet in der Luft? Juhu, Schlaubi! Kommt nicht da ein toter Adler rum, oder war das noch der, den ich gerettet habe? Guck mal, da fliegt der tote Kuh. Wird. Ey, sag mal, wie viele... Alter, ja, wie viele Säbelzahntiger sind denn da? Achso, das sind auch da. Der Ark sieht schon ziemlich schick aus. Ich hab noch nie einen aus dem Da ist es echt krass, was da... Und Tiere haben wir nicht. Und durch. Da ja, wollten wir die Adler abstellen, ja? Hm? Nee, ist was richtig. Was meinst du, Baldur? Ihr da irgendwie. Das könnte ja, ja, wir lecken hier die ganze Zeit rum. Also ich habe durchschnittlich auf den Adler, fertig, los! 35 FPS und dann manchmal bricht das runter auf 2. Nee, ich habe gerade total Slack. Aha. War das Black Diva? Aha. Also ich bin mir aber die nicht... Die Rexe essen gerade den anderen Rex auf. Hannibal! Ja, wenn die halt Hunger. Wenn die Hunger haben, eben. Ach so, okay. Ja. Wollen wir gleich mal an? Hey. Letztens ein Video. Ja, von einer, wird zu langsam sein. Wir haben letztens ein Video von einer nicht näher genannten Tierschutzorganisation gesehen, wo sie dann die Massentierhaltung nicht ganz dramatisch, wie du denkst, auch. Bei der Kleintierzucht gezeigt haben. Alter, langsam, Junge. Echt? Ich weiß nur nicht, ob das so clever ist, wenn wir vor der Höhle die Adler abschneiden. Hast du noch genug Fleisch? Weil der ja nicht. Setz mal ab hier. Was töten? Ja, zur Not kriegen wir es in den Landschuh. Passt schon, Erik, muss nicht. Ja, warte, ich hab kurz einen Trike. Ich könnte jetzt vom Survivor den. Ich könnte den Skorpion von Survivor rausnehmen und unsere Fleisch einstecken. Oh, ja, du kannst den auch noch essen. Ach, was, du meinst da, wo deren Zäune da stehen? Oder ich kann schauen, ob der auf aggressiv gestellt ist. Warte, ich komm mal auf freiere Fläche. Jetzt. Einfach dazu. Hey, welches Level hat denn der? Skorpion? Ja. Danke. So, wo seid ihr jetzt hin, Jungs? Ja, euch. Hinter euch. Achso. Daisy. Ach, warte mal, ich hol mal eben den Airdrop da vorne. Jo, die Rexe sind tot. Ach, hier sind ja Haie von denen, ne? Warum sind da hinten Haie von denen im anderen Tribe? Der ist Level 122 da. Oh, der Blutband für einen gesehen am Namen. Aber ich weiß nicht, ob der. Sattel. Warum sind wir eigentlich nie mit Spinos dorthin? Ich weiß nicht, ob der passiv ist. Weil die Spinos nicht. Obwohl, das wäre clever gewesen, um Yata zu beschützen, vielleicht. Ne? Wir gehen einfach mit dem Vogel in die Höhle rein. Ja, das geht leider, glaube ich, nicht. Oder wir bauen einfach 10 Behemoth geht's rum. Ja. Wie war das? War das noch mit Zubauen und so? Ja, um die Vögel. Achso, okay. Boah. Ich bleib bei den Vögeln. So, wo war denn der Eingang jetzt nochmal? Sekunde. Der ist im Norden der Basis. Nicht im Norden hier. Westen. Das muss ich selber auf die Karte. Alter, wie weit ist denn das? Ich glaube, das ist Westen. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Hinterm Berg da. Warte mal. Okay. Nee, das ist Nord. Nordosten ist das, müsste das sein. Hier ist noch so eine kleine Mini-Insel direkt daneben. Mini-Insel. Hier rechts irgendwo müsste die Insel sein. Ich stehe auch am Strand. Ja, als ob man die Insel übersehen könnte. Weil ich sehe noch keine. Ich auch nicht. Hat sich verflogen.
Wir sind immer am rechten Rand. Hinten ist eine mit einem großen Felsen drauf. Guck mal, da ist ein Mammut links von uns. Jo, das müsste sie sein. Der linken Seite sehen sie einen. Wow, voll die harten Einbrüche. Wo uns? Deltantiger. Baldur, unter uns ist ein Gehege, wie es scheint. Mehrere Mammuts und ein Bronto eingezogen. Nein, warum ist das so angeschlagen? Das arme Level 20. Sag mal, Sasu, ja, wenn ich mal auf zu lenken bestimmt. Ich bin im Nordosten. Ah ja. Da bist du aber nicht. Ey. Kommt jetzt drauf an, ob das zu einer Base gehört. Also oder, hier ist so eine kleine Insel direkt neben mir, also so eine so Mini. Mit dem Felsen drauf. Ja, genau. Ich stehe hier unten am Strand. Ich sehe dich, da bist du doch. Hi. Wo bist du? Hier, ich bin links von dir, am Strand. Ja, erstmal kleben die ganze Insel. Achso. Puh, das muss ich mal alles kriegen, ne? Wahnsinn. Wo ich denn überall auf dieser Insel Foundations sind? Metall Foundations, damit ich niemand anderes geholt machen kann. Außer mit Sprengstoff. Achtung, die kommen alle zu dir, Hauptmann. Ja, dann komm runter. Okay, Kanus sind weg. Kanus sind weg. Da ist einer. Hai. Wo? Da easy, Mann. Easy, ich sag's dir. Megalodon. Okay. Da ist ein Schildkröte. Boah, der Raptor ist geil. Ich liebe diesen Raptor. 11. Lupus, das Airdrop. Will keiner sehen. Ich würde das sagen, ein lila Airdrop. Ich gehe mal davon aus. Mami, darf ich jetzt behalten? Das Öl. Ich töte gerade einen Airdrop. 120er Skorpion, es tut mir leid. Den lila Airdrop würde ich nach Möglichkeit mitnehmen. Das ist ein Kano. Kano. Das ist ein Skorpion, 76. Das ist doch ein Skorpion. Passt auf. Lila ist 45. Ich hab gekackt. Guter Junge. Hat er das auch mal gelernt? Ja. Hallo, ich glaube, wir würden hier gleich harten Ärger kriegen. Alles fresh, alles easy. Ja, die Frage ist halt wirklich, ob die Vögel das gut überleben, wenn die da. Na, ansonsten wird die Heimreise das echt ätzend. Seid ihr da auf der kleinen Insel da? Ja. Ja, die Eingang ist aber da drüben. Hier gleich. Die Eingang also am Wasser. Ach da. Ja, können wir doch die Vögel trotzdem hier abstellen. Ja, da ist aber nochmal in. Ah, das ist. Wenn hier nichts spawnt. Dann stell sie auf, Leute. Oh, was ist das da oben drauf? Abwurf. Danke. Der mein Vogel hier oben drauf. Ich hoffe, der fliegt nicht weg. Gut drauf. Flammeer. Ah. Raptor. Ist ein Toter. Nicht auf Folgen und auf Passiv stellen, bitte. Nein, habt natürlich schon, jumpt er runter. Das ist ganz wichtig. Wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Was denn? Ganz wichtig. Stimulante. Ach, brauchen wir nicht. Mein Gott, wir sind zu dritt, dann wechseln wir uns halt ab. Ich renn schon mal in die Höhle rein, damit es lädt, ne? Ja. Nee. Stell deinen Raptor noch auf passiv, ne? Schlafsäcke. Ist der, hier sind auch Pfeile schon, die nehme ich mit. Den Adler einfach hier parken. Boah, siehst du mich hier gerade auf den Felsen? Ich hab einfach Adler hier oben drauf geparkt. Was soll so denn sein? Ja, ich denke, wenn wir alle drei Adler hier abstellen, neutral. Auf der kleinen Insel. Ah, der Leck, ey. Ja, das die soll man dann aber am besten auf neutral stellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Neutral müsste es unbedingt, ja, sonst werden sie einfach abgeschlachtet. Warum soll der Raptor auf passiv? Damit er dich nicht verteidigt und währenddessen von der Klippe rennt. Ach so. Ich hab hier drin voll viel FPS. Ich glaube, wenn da drei Vögel sind, alle high-level, dann sollten sie alles killen. 130 FPS hier oben. Okay, dann sind wir mal gespannt, wie dieser neumodische High-Tech-Bogen ist. Oh, ich sehe da unten gerade nur ein Loch, Achso, jetzt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Sieht gar nicht mehr. Soll ich die Schlafdecke hier platzieren? Ah, jetzt kommen die hoch. Draußen. Ah, ja. Hallo. Zack. Ist egal. Oder machen wir einfach. Die laden draußen. Boah, sag jetzt sicher, muss man tauchen. Pack die mal draußen an. Nee, du kannst auch hier drin platzieren. Liegt auch was vom Rekrutenlager schon. Mathe. Okay, da habe ich einen draußen platziert und zwei dürfen die nicht. Lass die Boah, ich war noch nie hier drin, ey. Ich wusste gar nicht, dass wir hier. Ich glaube, wir müssen wirklich tauchen, oder? Du musst mal tauchen? Ja, keine Ahnung. Ich tauche erstmal ohne Raptor. Ich will erstmal wissen, wie tief das ist. Oh mein Gott. Ich will mal nur kurz wissen, wie es aussieht. War das ja voll weit. Oh Gott, ey, wie weit ist das? Ja, ich hab. Ah, das geht.
Das schaffst du mal mit dem Raptor, das geht. Raptor durch? Ja, das müsste gehen. Ich hab den ersten Job. Ja, wie viel Stamina, Oxygen habt ihr denn? Ich hab nur 160 Oxygen. Reicht. 260 oder so. Ich hab 260. Das reicht, da würdest du auch mit 100 durchkommen. Sekunde, Kampfmusik. Wer kämpft? Ja, ich kämpf. Achso. Gegen eine Fledermaus. Wo bist du? Achso. Ich rette dich. Wahrscheinlich schon drin. Ne? Ich bin schon weit drin. Wir bilden eine Schlange. So, mit dem Raptor kommt man durch. Alles gut. Viel Spaß mit dem Raptor. In die eine Richtung. Jetzt ist die Frage, ob man in die andere Richtung. Also da ist man ohne zu haken durchgekommen. Alter, ach du Scheiße. Ich mag gar nicht am Rad laufen, ey. Da krieg ich ja Panik. Wow. Ich hab Angst, ich will zurück. Ich glaube, ich geh auch wieder. Alter. Oh. Ich hab Höhenangst, ich trau mich nicht. Oh, alter Schwede. Okay, wieder zurück. Okay, jetzt weißt du, warum geil. Ich Saft auf passiv stellen und so, ne? Rückwärts, geil. Ey, guck mal, da vorne. Ja, ey, sag jetzt nicht da vorne, musst du von der einen Seite auf die andere Seite springen. Alter. Doch. Ja, du musst... Ja, ach du... I did it. Aber es kommt noch einer. Oh nein. Oh Gott, ja gut, mit dem Raptor sehe ich, dass er... Na, oh fuck, ich hatte gerade... Wow, ey, ich... Was? Wow. Hör mir nicht raus. Ey, da musst du ja nochmal... Alter, springen, nochmal. Häng fest. Ja, aber das Springen ist jetzt echt unkritisch. Ja, aber das hier... Ah. Okay, muss man nicht, man kann auch da lang. Ey, das Springen, wie willst du das denn schaffen? Da brauchst du einen Säbelzahn für, glaube ich. Scheiß drauf. Ja, aber da kommst du mit dem Säbelzahn, kommst hier rein? Ja, ich denke schon. Mal reinkommt und wieder raus, ist die andere Frage. Oh nein, ich hab nicht so wieder eine Kippe. Oh nein, alter Schwede, ey. Ich mag nicht mehr. Oh, Leute, was macht ihr denn? Ja, wollt ihr da jetzt lang oder wollt ihr nicht? Ich bin nicht da lang. Bin da. So hast du es abgestürzt. Nee, lenkt sich doch. Bei mir ist er auch abgestürzt. I did it. Ich mach den Felsen weg. Hast du einen Fallschirm dabei? Ja, ich hab sogar zwei dabei. Dann ist ja gut. Aber ich kann nicht sprinten und... Oh, jetzt wird's, hier wird's langsam kalt jetzt. Wo los? Wo gehst du, was soll ich vor? Ja, geh du vor. Oh, Sekunde. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin runtergefallen, Just kidding. Na, schade. Ich hab den vergaut. Mann, Alter, guck mal da nach rechts. Nein, ich will nicht nach rechts. Lupus. Guck mal, was da für Fledermäuse sind. Ja, ich seh das. Soll ich mal einen anschießen? Alter. Revolver raus, einer anschießen, wir werden alle sterben. Ach Quatsch, die machen wir alle weg. Das ist ja, aber nicht so eng. Oh, ihr Daro, Hilfe! Hat der wer Fledermaus gejagert? Ja, der ist ja getroffen. Wow! Ich hab gar nichts gemacht. Hilfe! Achtung, bleibt an der Wand wegen Knockback. Aua, da haut jemand auf mich. Ich glaub, da ist jetzt geworfen, Sireman. Jesus. Ja, komm, mit dem Raptor sonst einfach stehen bleiben, die fliegen dir automatisch vor die Nase. Oh Gott, irgendwie hab ich hier leicht den Lag, so ein bisschen. Alter, Erik, Alter, wow, alter Schwede, ey. Nein, Was ist so eine beschissene Höhle? Alter, auf ja, das Alter, runterkommen ist halt eine Sache. Wie kommen wir wieder da rauf? Ja, genau so. Cool. Hoffe ich. Oh, Leute, echt. Weiß nicht, schnell reise mit dem Bett. Achtung, da kommt eine Fledermaus. So, ich laufe jetzt weiter. Uah, Skorpion. Ja, boah, das war knapp. Hätte ich viel gefühlt. Ja, so low-levelig. Ich bring Skorpion mit, Jungs. Ja, ich seh ihn, ich mach ihn. Oh, ich lebe immer noch. Alter, was? Wieso? Was hat mich da getroffen? Ich hab instant meine Chitin-Beine verloren gerade. Oh, das. Und bin von nix getroffen worden. Ich glaube von Sasso, so wie der hustet. Oh. Jungs! Momo! Jungs! Ich lauf hier ohne Unterbekleidung jetzt rum. Oh, danke! Shit, und es ist scheiße kalt! Wir hätten Fibers mitnehmen sollen, ey. Da hätten wir, hätten wir neue Rüstung machen können. Oder Fiber. Oder Heil. Jetzt musst du welche finden. Ja, aber du brauchst ja Heil. Du brauchst ja Fiber und Heil. Geh weg, ich hab ne Axt. Ja, lass mir das weitergehen. Ey, das ist... Mach es wieder. Willst du meine Hose wow. Mit rein? Für den Stream. Das ist auf jeden Fall warm. Wir lassen die Crystal stehen, weil... die gibt's zu Hause. Ja, wir versuchen die jetzt gerade einfach nur mal... Gibt's ja auch außerhalb von denen. Mach mein Speedrun. Wer steht bald wieder auf den Club gekickt? Ist da eine... Double Kill! Ach, hier ist so ein kleiner Hubbel. Einfach... Oh. Da so läuft Double Kill. Warum pull mal die aus der Mitte noch? Er hat dich voll gehabt. Was ist das? Easy, wow, oh, scheiße, gerade hier. Alter, was geht da? Ich mag nicht mehr, das ist mir jetzt zu... Hey, ich hab wieder geladen. Speed Leveling. Wow, ich bleib einfach
Einfach auf Leben. Sag mal Leute, wo geht denn das hier weiter? Ey, jetzt sag nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Alter, also, Jumpy rennt mal am Fallschirm runter, ohne Worte. Los, Steve, ist das gar nicht. Das wird mein Raptor wohl überleben. Hallo. Ey, wo geht denn das hier weiter? Sag jetzt nicht, da drüben geht das weiter. Doch. Ach, naja, dir. Ah, du bist ein. Mein Ding ist halt, ich hab keinen Fallschirm dabei. Das stimmt. Ich hab auch keinen dabei. Davon abgesehen, dass man den vom Raptor eh nicht nutzen kann. Da geht das weiter? Ich hab keine Idee. Okay, wer springt vor? Da so, ich mach das, easy, easy. Mal durch. Easy, easy. Ach, da ist Fledermäuse, ganz viele Fledermäuse. Fledermäuse! Ich sehe nichts mehr. Rette sich, Vulkan, springen. Das kann ich im Griechen nicht stechen. Okay, ich spring vor. Geh weg. Psch, psch. Geh weg. Psch. Oh, Mo, willst du nicht deine Sachen hier lassen? Wo bist du hin? Weg. Also. Geh weg. Hey, da ist ja auch noch Hose. Willst du nicht erst den? Okay, falsch. Wo ist denn die in den Höhlen? Easy. Oh mein Gott! Ey, Skorpion-Eier! Meine! Skorpion-Eier, cool! Ich will auch, ey! Man sieht die Netze ein bisschen hochfliegen! I made it! Oh, weg! Scheiße! Es geht los! Die Spieler voraus! Ja, aber hä? Wie soll denn das da vorne weitergehen? Gar nicht vermutlich! Gar nicht! Da geht's auch nicht weiter! Da ist so ein harter Überhang, da kommst du nicht drüber! Was ist das so? Geht's da weiter? Ja, aber es muss doch irgendwie. Man muss doch irgendwie runterkommen. Du darfst nicht. Ja, scheinbar nicht. Ja, man. Komm, Zufall doch. Mit dem Fallschirm. Aber ich hab keinen dabei. Fledermäuse. Ja, ich hab. Es gibt gerade hart XP. Ja, ich hab gerade einiges gespielt. Das ist schön, wir sollten hier stehen bleiben. Das gibt gut XP. Also, Sasa hat's geschafft. Oh, Level Up für den Raptor, danke. Oh, ich bin tot. Topo. Wo? Okay, jetzt. Fledermäuse! Vielleicht beeilt ihr euch ein bisschen, weil ich bin schon fast unten. Ja, ich bin schon fast unten. Und ich bin jetzt das Problem ist, ich hab keinen. Bist du runtergesprungen oder mit Fallschirm oder ohne? Ich spring jetzt. Ich hab keinen Fallschirm dabei, sorry. Ich hätte unten ein Sleeping Becken packen sollen. Warte mal, setz du mal unten ein Sleeping Becken, ich hab einen im Winter. Jetzt geht mal weiter. Alter, kommst du da mit dem Raptor lang? Ja. Hey, da ist ein Skorpion. Ich bin nicht gefroren. Aber was? Okay, ich soll keiner sagen, wir wären feige oder so. Nein, das ist eine Fledermaus. Mach mal, los. Ich wollte da vorne nur eigentlich erstmal. Egal. Oh nein, ich bin zu weit gesprungen! Der Raptor hat das überlebt! Nein, oh. Ich hab das Artefakt, Daikasai. Setz lieber mal ein fucking Ding. Ja, wir brauchen deine. Bam! Ja, bam, Freunde. Skorpionleichen. Der beschissenste Spieler im Tribe zeigt euch wieder, wie es läuft, ey. Oh, ich hab gerade alle Arkas, ich hab Skorpionleichen. Schwede, ey, du kriegst mal voll. Ja, warum nimmst du das denn mit? Oh, shit. Alter, jetzt rest mich mal meine Sachen. Als ob wir hier sonst keine Probleme hätten. Leute, jetzt verlassen mich hier nicht alle gar. Ich bin hier zu Fuß unterwegs, ja? Ich hab's geschafft. Schreit mal bitte nicht. Ich hab den Weg nach unten geschafft. Oh, shit. Shit. Das kommt auf jeden Fall. Shit. Alter Schwede, wie viel Lebensenergie hat der Raptor noch verloren? 2000 irgendwas, ey. Alter Schwede. Ich bin unten zu Hause. Hi. Wie hast du das denn gemacht? Bist du da vorbeigekommen? Ja, ich bin da unten lang gelaufen. Das einzige Problem ist, irgendwann hört dieser Vorsprung auf und ich bin ein Stück weit runtergefallen. Wo ist die Leiche? Zwischen den ganzen Skorpionleichen. Welche Skorpionleichen? Das Ding ist, entweder ich oder mein Raptor sind vergiftet. Gibt's irgendein Heilmittel dagegen? Ja, das geht automatisch runter nach einer Zeit. Wenn ich das sehe gerade. Das geht runter. Bin ich jetzt überladen? Ja, ich bin überladen. Ah, das ist das hier hinten. Warte mal, bleib mal da. Der Skorpion hängt da recht interessant in der Luft. Leute, was ist denn dieses... Kann ich kurz reden, bitte? Ja, pack rein. Dieser Schrägkörper. Da ist das Artefakt drin. Okay. Aber die Höhle kommt mir ein bisschen klein vor, so gesehen. Ist das wirklich alles? Kannst schon wieder reden, sorry. Artifact of the Devourer. Okay. Das brauchen wir, um die Brutmutter zu beschwören. Das ist nämlich eigentlich unser nächstes Ziel, die Brutmutter zu beschwören. Spring einfach runter, ich fang dich auf. Wir haben das geübt. sag mal, wieso bist du nicht mehr im Bett hierher gereist? Ach nee, die haben wir im Adler gelassen, ne?
Oh, nee, wenn wir das schaffen. Ich bin doch jetzt schon unten. Oh Mann, wie langweilig. Kannst du nochmal sterben? Kannst du nochmal sterben, bitte? Ich bin. Ich bin erstaunt, ist bloß einer. Ich weiß, es ist bloß einer gestorben. Leute. Leica sagt. Hier. Hallo. Hier. Hier. Da wo die. Da wo die Flamme. Hier. Links. Ja. Da wo die Fackel an ist. Ja, apropos, Leute, ich bräuchte noch ganz dringend was für warm zu werden. Sekunde, ich könnte hier ein Campfire aufbauen. Wow, was ist denn jetzt passiert gerade? Das brauchst du denn, um deine Hose zu reparieren, Baldur. Ja, warte mal, bitte geh mal weg mit dem Raptor, der auch immer da ist. Ich nicht. Okay. Aber das geht halt echt, wenn du auf dem Kopf von jemandem verschwingst, dann kriegst du keinen Fallschaden. Weil hier sind's minus 5 Grad in der Höhle. Oh, ich hab noch. Du musst nochmal essen. Sieht man, glaube ich. Holst du raus, kommt zum möglich, aber. Habt ihr noch Fackeln? Das hilft noch nicht. Ich hau noch jetzt. Also, meinem Charakter ist momentan warm. Bei mir steht plus 17. Ich hab noch deine Munition. Jo, danke. Ne, meine Fackel reicht. Ja, Baldur, geh mal ein paar Schritte nach links. Und ich hab noch einmal. Nach links, das rechts. Ich hab den Raptor gepackt. Weil hier, wo ich stehe, ist plus. Hier ist 17, wo ich stehe. Und jetzt verbrenne ich mich gerade. Minus 5. Ey, ich hab ein Artefakt gefunden. Ja. Minus 5. Wahrscheinlich, weil ich. Wahrscheinlich, weil ich keine Hose anhab. Gleich liegt er schon wieder. Fuck up. Wie oft ist das denn definiert? Artefakt, man. Welches bei mir wird minus 5 angezeigt. Wahrscheinlich, weil du noch die Fackel an hast. Ey, cool, wie können wir das optionieren hier mitnehmen? Nee, ich hab keine Fackel an. Da hat mir irgendjemand mal mein gebratenes Fleisch geklaut? Nein. Aus dem Inventar. Nee, aus dem Raptor raus. Ich hab das. Nein. Nein. Das ist ja komisch. Wo ist denn mein ganzes Fleisch hin? Wir braten gerade. Nirgendwo. Ah ja, okay, da weiß ich ja, wer es war. Nein. Da ist es ja wieder, so ein Zufall. Wer war denn das? Wow. Weißt du, so langsam krieg ich Hunger. Also mein Raptor kriegt Hunger, ne? Und der guckt dich schon so komisch an. Na komm her, du. Du kannst deinen Raptor heilen, indem du ihn Force feedest. Ja, weiß ich, aber ich spare. Ich hab Fleisch. Ich meine, weil er so verwundet ausschaut. Ja, doch, nur mal. Vielleicht sieht Momo aber auch so lecker aus. Was denn? Jetzt ärgerst du dich hier die ganzen Fledermäuse oder was? Ist das Ding schon wieder gespawnt? Nein. Ich bin überladen, nimm mal Zeit. Ey. Das, die Frage ist echt, wie kommen wir da wieder raus? So wie wir runtergekommen sind, wollte ich gerade sagen, aber unten geht leider noch nicht. Ja. Hey, Bobo. Ja! Ich mach jetzt endlich das Zeug aus dem Raptor raus. Echt ein Raptor? Ach da. Hab ich doch. Was soll ich noch? Achtung, nicht in der Nähe vom Campfire kämpfen. Fledermaus. Pfeile, Leute, ich werde hier nach und nach auseinandergebaut von den Viechern. Ne? Also ich muss hier raus, sonst erfriere ich. Na dann, geh vor. Gut. Hey. Alter! Oh, das ist noch ein Artefakt. Aber ich muss mal der spawnt immer wieder, du Nase. Ich weiß. Wie wär's, wenn er sich dann auf einen Raptor setzt? Was geht denn jetzt ab? Setz dich auf einen Raptor, wenn du keine Hosen hast. Okay, irgendwie mal hat meine Spitzhacke. Ich werde denjenigen finden und ich werde ihn töten. Soll... Ich werde jetzt versuchen, hier rauszukommen. Ich muss auch, drin, weil... Ja, Sekunde, dann bin ich hinter dir. Aber mein Leben ist noch nicht voll. Das Leben geht auch nicht voll, weil da... Wenn wir im Lagerfeuer stehen, dann... Ja, ich schau mal... So, ich bin hinter dir für den Fall, dass irgendwas ist. Nee. Ja, ich werde wahrscheinlich gleich sterben. Also, hast du meine Spitzhacke? Hallo? Ja. Hinter dir ist eine Fledermaus. Ja, ich sehe sie, Nee, die ist auch nicht. Ich hab's dir. So, ich mache jetzt aber mal ganz kurz einen Cut, weil die Folge ist schon lang genug. Okay. Wird Baldur überleben oder nicht? Oder werden wir alle lebend rauskommen? Er fahrt es in der nächsten Folge und Daikazai wird jetzt schon angegriffen. Bis seit wann verbrenne ich mich im Lager? Ich bin nicht mal ins Leben reingegriffen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.